Hallihallo und herzlich willkommen zu Darksiders 2 auf apokalyptischer Schwierigkeitsstufe. Das ist ziemlich die höchste. Unser Raben-Typi, unser Rabe, der war schön hier auf unserer Schulter. Und wir werden hier einfach weitermachen. Wir werden einfach auf diesem, meinem zweiten Kanal mit dem Namen Ecclesion 2, einfach das Playthrough weiter durchziehen. Es könnte fast schon ein Walkthrough sein, wobei ich mache da sicherlich keinen Komplettrun. Weil es doch ein bisschen schwerer ist. Vielleicht, wenn wirklich viele Leute das erwarten würden dann. Aber sonst nicht. So. Das ist meistens bei mir halt so. Ich orientiere mich wirklich an euch und an eurer Nachfrage, weil sonst, ich meine, ich habe einen Plan, was ich machen will und wie ich es machen will und erreichen will, aber ihr seid immerhin die Zuseher und wenn ihr einfach überhaupt kein Interesse habt und ich da meistens auch nicht wirklich Lust dazu habe, das zu machen, dann werde ich es einfach nicht machen und dann sollte ich es auch sein lassen. Wenn ihr aber sagt, okay, wir würden das und das gerne sehen und ich das gerne mache, dann profitieren wir beide davon. Ihr als Zuseher, ich als Hersteller dieser Videos. Wir müssen jetzt zusehen, wie wir dieses kleine Rätsel lösen. Bevor wir das machen, will ich aber hier ein bisschen was kaputt machen. Gold. Oder Guild, glaube ich, heißt das hier. Erinnert mich irgendwie auch ein bisschen an Final Fantasy. Da hieß es ja Guild. Soweit ich mich erinnern kann, oder? 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 Gut. Haben wir hier irgendwo einen Golem sitzen? Weil da geht es auf jeden Fall nicht weiter. Dort ist ein Tor und da müssen wir ja dann irgendwie hinkommen. Immer schön nach oben gucken, ob es irgendwo Wege gibt hin. Ich glaube, da können wir uns dann rüberhangeln, sobald wir das hier geöffnet haben. Vielleicht können wir auch was runterschießen, das ist auch immer eine Möglichkeit. Weil das hier müssen wir irgendwie kaputt kriegen, oder? Eine Bombe von irgendwo anders mitnehmen geht ja nicht, genauso wie so einen Riesen. Das sieht auch interessant aus. Was auch immer ist. Drauf schießen können wir, aber das bringt nichts. Oh, das sieht nach einem... Nein? Ich dachte, es wäre so ein Balken da. Und dann hoch könnte aber nennen. Wieso bin ich heute so planlos? Was hat die Cutscene eigentlich gezeigt? Darauf habe ich auch überhaupt nicht geachtet. Was die einem zeigt. Da können wir einfach da durchspringen. Natürlich nicht. Sonst wäre sie auch... total idiotisch, dass es da ist. Ah ja, da. Ich schaue in diese Richtung. Stell mir vor, wie er alle herumschreit und sagt, ja, da doch. Ich komme da nicht hoch. Okay, dann sind wir schon mal langsam auf die richtige Spur gekommen. Glaube ich. Teilweise glaube ich, dass ich einfach auf auch zu komplex denke. Vielleicht ist das näher? Nein. Der Rabe, der sagt mir, ich soll da hoch, aber ich komme da nicht hoch. Kann ich irgendwas hinschieben? Es ist sicher total offensichtlich, aber ich habe momentan total keinen Plan. Das Ding, das sollten wir auch nicht öffnen können, weil wir einfach keinen Schlüssel haben, genau. Vielleicht von einem anderen Raum rein. Wird das gehen? Das gehen. Mal schauen. Auf der Karte sieht man nichts. Weil von da oben die Tür, die. Wieso ist sie rot? Können wir. Ah, wir können nicht mehr raus. Sehr schön. Also müssen wir das, was wir hier suchen, in diesem Raum finden können. Nur was nur? Rabe. Du bist eigentlich da, um mir zu sagen, wo ich hin soll. Nein, das ist falsch. Das ist falsch. Ich will nicht dahin.
Lass mal nochmal nachdenken. Das wäre auf jeden Fall ein Weg. Wir sind zu klein und kommen da nicht hin. Habe ich irgendwas Zusätzliches hier noch? Nö. Ich bin schlecht bei solchen Sachen, bei Puzzlen. Ich bin wirklich schlecht. Sieht auch nicht so aus, als ob das irgendwie besteckbar wäre. Hier kann man einfach hoch. Nein. Was zeigst du mir, Rabe? Kann ich hier irgendwas freischießen? Da oben wäre auf jeden Fall so eine Bombe. Glaube ich, oder? Nein, ein Hebel. Wahrscheinlich dann das hier öffnet. Oder kann ich da doch durch? Nein. Eben. Rabe. Was willst du von mir, hä? Auf die Dinger draufspringen geht auch nicht. Die Dinger attackieren kann man auch nicht. Zumindest man kann sie attackieren, aber es bringt nichts. Es bringt nichts. Ich habe wirklich momentan total den Brainlag. Das sieht auch irgendwie so verwirrend aus. Das ist das Problem, wenn man ein Spiel mittendrin einfach wieder anfängt, wenn man es nach einem Jahr oder so gar nicht gespielt hat. Ich habe einfach keine Ahnung. Ich habe wirklich keine Ahnung. Ich bin ehrlich hier, ja? Da müsste auf jeden Fall so ein Ding hin. Und das Ding werden wir wahrscheinlich dann von da drüben herholen können. Weil sonst macht das keinen Sinn. Muss von da oder von da kommen. Weil da können wir es nicht rüberbringen, weil da ist auch ein Loch. Diese Position sieht wirklich nach der einzigen Möglichkeit aus, darüber zu gehen. Nur wieso ist das so hoch? Können wir irgendwas hinschieben? Wir haben einfach nichts zum Hinschieben. Was vergesse ich? Was lasse ich aus? Was sehe ich nicht? Ich stelle es mir schon vor, irgendwie so horrormäßig, dass ich hier wirklich jetzt 20 Minuten da sein werde. Und keinen Plan haben werde, wo ich eigentlich hin muss. Ja, du fliegst da hoch. Da will ich auch hin. Wieso schaffe ich es nicht? Komm einfach nicht hoch genug. Kann man sonst noch irgendwas anderes machen, hochzukommen? Machen wir die alle einfach kaputt. Haha. An diese Sachen können wir auf jeden Fall nicht laufen. Da ja. Aber wir kommen nicht hoch genug. Normalerweise würde ich sagen, springen wir auf etwas. Was ist das? Und wieso ist der Vogel wieder dahin abgehauen? Ich kann noch nicht durch diese Tür. Er sollte mir eigentlich helfen, indem er mir einfach zeigt, wo es weitergeht. Aber er macht das irgendwie nicht. Oder etwa doch. Nur ich bin zu blöd, zu folgen. Weil hier kommt man ja auch nicht hoch, da muss man extra einen Schlüssel benutzen, um dann das hier zu öffnen. Okay, dann haben wir diesen Teil mal jetzt im Kopf. Das heißt, wir müssen entweder nach links oder nach rechts. Und ich glaube, dass wir von hier einfach durchschießen müssten. Der Golem, der wäre normalerweise auch auf dieser Seite und dann benutzbar.
müssten zuerst da mal rübergehen. Aber das ist die falsche Seite. Die Dinger, die ploppen wahrscheinlich dann auf, wenn man dann hoch kann. Das heißt, die einzige Seite ist wirklich diese hier. Das ist die einzige Möglichkeit. Außer ich übersehe irgendwas total Kritisches. Können wir auch nicht helfen. Können wir auch nicht helfen. Springt einfach nur ab. Oder ist das für einen Rückweg gedacht? Das könnte auch sein. Nur wir können anders nicht einfach hin. Ha. Ich glaube, je nachdem, wie ich mich schlagen werde, werde ich einfach einen Cut machen, weil nach 10 Minuten überhaupt kein Plan. Das muss ich euch nicht antun. Das muss ich euch definitiv nicht antun. Ich kann das Spiel nicht mal speichern. Okay, dann gehen wir kurz mal raus und gehen wieder rein. Mal schauen, ob es da einen Bug gibt oder was auch immer. Weil der Kampf gegen die zwei, der war auch irgendwie viel zu kurz. Der da. Genau, die Maske. Die war am Buggen. Ja, wir haben einen Spielebug gefunden. Yay. Deswegen ging's auch nicht. Und ich wundere mich schon, wieso es nicht weitergeht. Weil irgendwas einfach nicht getriggert ist. Ja. Puh, so ein Mist. Ja. Ich glaube, wir lassen es einfach so. Wir werden nichts rausschneiden, damit ihr seht, wie blöd man sein kann, ohne absichtlich blöd gewesen zu sein. Weil das Spiel einen einfach nicht weiter lassen wollte. Das nächste Mal, wenn ihr so eine Maske seht, die da einfach rumfliegt, startet das Spiel einfach neu. So ein Käse. Jetzt haben wir dadurch 10 Minuten oder so einfach verloren. Ja, dann werden wir dann einfach mit den Riesen das machen. Zuerst müssen wir zu ihm hin. Da sind ein paar Gegner auch vorne. Sehr schöne. Also die Grafik, die hat sich auf jeden Fall schön verbessert. Auch die Schatten sind ein bisschen besser geworden. Wobei hier und da kann es mal passieren, dass die trotzdem ein bisschen pixelig rüberkommen. Da haben sie vielleicht irgendwie kleine Fehler gemacht oder sowas. Oder irgendwas übersehen. Wer weiß. Die haben sich schön aufgeteilt. Na komm. Ich kann eigentlich auch den Dicken nehmen. Den aktivieren. Weil die sind eh tot. Ja. Ja, ja, ja. Okay. Dann, wobei, können wir eigentlich mit ihm jetzt schon was anfangen? Ich glaube ja nicht. Ja, ja, spring auf. Ich glaube eher nicht. Wobei, genau, wir müssen das Ding hier kaputt machen. Und jetzt können wir dann. Ein Schalter. Sehr schön. Runter mit dir. Und rüber. Ah, lange nicht mehr hier geklettert auf die Dinger. So, genau, hier hin und dahin und das war's. Schalter umlegen.
Ich liebe Spiele-Bugs. Wenn man gegen die normal kämpfen würde, dann würde es einigermaßen Spaß bringen. Aber wir haben den hier. Wieso ihn nicht nutzen? Wobei so eine Masse von Gegnern wäre auch lustig, gegen die zu kämpfen. Mit einem selber. Und nicht mit so vielen. Nicht mit so viel Power hier von dem großen Golem. Waren das alle da? Ja. Ich glaube zumindest. X folgt uns. Dann machen wir hier diesen Korridor sauber. Und dann weiter nach vorne. Sehr schön, wie der Controller wirklich das simuliert hier. Dieses Vibrieren und so. Aber da haben wir jetzt die Schlüsseltruhe, oder? Nein. Und eine Itemtruhe. Nee. Also ist auch schön, dass die mal hier verschiedene Truhendesigns haben. Ist auf jeden Fall nicht schlecht. Und jetzt das da vorne hier kaputt machen und dann könnten wir rüber. Könnten wir rüber. Komm, komm, komm. Da noch nicht. Da dann erst später. Ich glaube, wir werden diese Episode ein bisschen länger machen. Aha. Geht das wirklich so? Ja, gut. Weil wir halt wirklich so lange gebraucht haben jetzt. Das Ding da unten. Können wir... Nein, da müssen wir runter hier von der Kette. Da müssen wir runter von der Kette und... Genau. Das sind Sammelgegenstände, die wir da haben. Nein, ich will... Ich will die Kette. Genau, okay. Sehr schön. Ist da unten sonst was? Naja, vielleicht. Aber nicht momentan. Nicht momentan. So. Und eine zweite Kugel. Die wir da nutzen können. Und dann schieben wir die da hin. Komm, komm. Ja. Und Gegner. Sehr schön. Ihr habt mich vermisst. Ihr habt mich vermisst, oder? Wir haben alle Spaß. Wir haben alle Spaß. Und stirbt, meine kleinen Diener. Bitte stirbt. Danke. Meine Ghule hören nie auf mich. Ja? Die wollen nie explodieren, wenn ich will. Ah, daneben. Jetzt aber. Jetzt aber. Willst du noch? Willst du noch mehr? Geht auch. So, dann haben wir hier dann diese Bomben. Die wir dann nutzen können. Wofür eigentlich? Wofür können wir die gebrauchen? Wir haben das hier geöffnet. Wie öffnen wir das andere Ding hier? Hm. Ach, wenn wir schon irgendwann drauf kommen. Oh, ah. Okay, wir kommen hier noch nicht dran. Wir brauchen dann... Ist das ein Slide-Ding? Ja, sieht so aus. Zumindest sind das Schleifspuren vom Sliden von der Seite. Wahrscheinlich weg dann, ja, wenn wir dann drin sind. Wie kommen wir dann rein? Wie kommen wir dann rein? Hm. Das Ding öffnet das. Was öffnet das hier? Hm. Corruption haben wir hier nicht. Wir konnten deswegen auch vorher nicht speichern, weil wir wahrscheinlich immer noch im Kampf waren. Das ist wirklich eine gute Frage, was wir jetzt eigentlich da machen können. Hm. Wir haben Bomben freigeschaltet. Brauchen wir die für irgendwas überhaupt? Wir können auf jeden Fall hier rüber dann. Genau. Wir können hier runterspringen. Hm. Und dann wieder hoch, ja. Mal schauen, was unten auf uns wartet. Vielleicht brauchen wir eine Bombe hier unten. Die Truhe ist auf jeden Fall da. Eine versteckte Truhe. Wieder ein paar Sachen drin.
Ich schaue mir die Sachen meistens immer dann gegen Ende an, wenn ich dann fertig bin. Dann muss ich nicht andauernd gucken, hey, was war das? Das ist gut. Ich meine, das wird das Sortieren eigentlich kürzer machen, aber nur für den Moment. Wir haben hier den Schlüssel. Stimmt, wir brauchen das dann oben wahrscheinlich, die Bombe. Oder? Ah nein, wir haben den Schlüssel nicht. Ach. Bin ich blöd. Bin ich blöd. Der ist wahrscheinlich dann in der Kiste dort drüben. Hm. Und den Golem können wir nicht mitnehmen. Das geht nicht. Der kann das hier noch offen halten. Kann es sein, dass wieder irgendwas nicht angesprungen ist? Das ist eigentlich kaputt. Wahrscheinlich, wenn das kaputt geht, sollte es auch aufgehen, oder? War nicht. Ja, wir können nur gerade rüberspringen. Dann würde ich sagen, safe und kurz raus und dann wieder rein und dann gucken, was sich da jetzt geändert hat. Continue, wir sind dann hier, er ist da. Na komm, danke. Oder vielleicht müssen wir die Kette loslassen. Das kann ich mir aber nicht vorstellen. Hm. Können wir einfach mal gucken. Was wird passieren? Oder? Genau, wir müssen... Ja, jetzt weiß ich wieder. Das ist ein Doppelschloss. Genau. Das heißt, wir müssen das dann nutzen. Die Bombe. Um das Teil aus der Sockelung springen zu lassen. Um dann die Truhe zu öffnen. Nice. Geht doch. Unsere Gehirnzellen fangen wieder an zu arbeiten. Und wir verstehen das Spiel. Verstehen das Spiel. So gut, dann haben wir das hier. Ich würde sagen, wir öffnen die Tür noch und machen den nächsten Abschnitt. Also noch ein paar Minütchen, so 3 Minuten vielleicht. Und dann war es das. Normalerweise sollten die Teile eigentlich nur 20 Minuten ungefähr gehen. Aber wir machen es wie gesagt länger, weil dieser Spielbug es einfach nur blöd manipuliert hat. Lassen wir es so stehen. Hopp, hopp. Danke, Golem. Deine Dienste waren außerordentlich hilfreich für uns. Und ich glaube, dass das Rollen eher mehr Zeit verbraucht als das normale Laufen im Spiel. Ich kann mich auch irren. Ich habe das nicht ganz so mathematisch ausgerechnet und Beobachtungen angestellt mit Studien über die Bewegung im Videospiel Darksiders 2. Aber trotzdem. Ich bin mir dessen sicher. Können wir nicht ein bisschen nach vorne irgendwie jumpen? Nö. Das gibt's hier nicht mehr. Wirklich, 2 neue Freunde. Wie nice. Ich wollte schon immer 2 Freunde haben. Und 2 Freunde sind besser als nur einer. Gleich mal öffnen. Wo wollen die hinlaufen? In die Mitte. In die Mitte. Hallo meine 2 neuen Freunde. Wie geht's dir? Gut. Ich hoffe doch. So, gut. Dann haben wir das hier geöffnet. Und ich würde sagen, wir schauen uns den Gang in der nächsten Episode an, oder? Ich glaube, das klingt vernünftig. Also vielen Dank fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal in Darksiders 2. Bis dann.